Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil Mond-Mars-Konjunktion im Skorpion, im zweiten Haus, auf Steinbockgeraden, im Quadrat zu Jupiter, mit Sextil zu Pluto. Also hier spürt's alle Stickeln und ich würde sagen, ein astrologischer Leckerbissen, also ein wundervolles, hochinteressantes Horoskop. Und ich glaube, es wird uns jetzt nicht langweilig werden, weil das ist ein Freitag, der 13. Ja? Weil am 4. haben wir dann den Neumond. Ja? Und der Tag vor Neumond oder der Tag vor Vollmond ist eben der 13. Tag, weil unsere Vorfahren grob 14 Tage für sozusagen eine halbe Mondphase gerechnet haben. Also wird sehr, sehr spannend und aufregend werden, weil zunächst einmal der Mond alleine, nur der Mond im Skorpion, ist schon einmal sehr verletzbar, sehr gefühlsintensiv, sehr leidaffin. Also das heißt, mit Mond im Skorpion möchte man so richtig schwer und heftig leiden. Also hier haben wir große, große Intensität. Und natürlich ist der Mond im Skorpion alleine schon, ja, sehr rachedürstig. Also das heißt, nur der Mond im Skorpion bringt schon massivste Probleme. Aber jetzt kommt der Mars auch im Skorpion dazu. Da könnte man schon Freudentränen, blutige Freudentränen vergießen, weil also wenn hier nicht Blut fließt, ich weiß nicht mehr, wann sonst sich etwas tut. Aber wie gesagt, der Mars im Skorpion steht natürlich für unsere Tatkraft. Und im Skorpion steht er für endlose Kraftreserven, geniale Regenerationsfähigkeiten. Die Unternehmungen sozusagen werden richtig zwanghaft, so richtig, so ganz echt. Also das ist jetzt echte Astrologie, da spürt es ja auch. Und wir haben den Aspekt im zweiten Haus. Ah ja, was zu dem Aspekt ist noch, was kann man noch schnell dazu sagen? Naja, hier geht es einmal darum, hier sind die Gefühle der Mond. Ja? Und wenn jemand zum Beispiel in seinem Radix Mond-Mars-Aspekt hat, insbesondere die Konjunktion, dann lässt er sich nichts gefallen. Das heißt, das ist die alte bayerische Taktik, ja, das ist das Hau zurück, ja, nicht hoch ruck, sondern hau zurück. Das heißt, hier schlägt man mit aller Härte und Brutalität zurück. Und weil die Gefühle so tief sind und der Mars so gewaltbereit ist, würde ich sagen, ja, jetzt wird's lustig. Jetzt geht's los. Also hier haben wir dann noch den Jupiter, der große Multiplikator im Quadrat. Naja, Jupiter im Quadrat verheißt natürlich nichts Gutes. Also das heißt, oder positiv gesehen, das Volk erwacht. Ja, also hier braucht man nicht mehr viel nachdenken. Da geht es jetzt zur Sache. Jetzt sind wir dorthin gelangt, wo ich früher schon gesagt habe, der heiße Herbst. Naja, und der Herbst dauert ja bekanntlich bis am 21. Dezember. Also wir sind jetzt im Spätherbst. Und ja, die Reife geht jetzt los. Wir haben hier... Ja, also meine Beamten werden jetzt auch die Bürgermeister und die Abgeordneten und die Gemeinderäte beschützen müssen vor tätlichen Angriffen aus der Bevölkerung. Karl, du hast das durchschaut. Karl, du bist ein verfluchtes Genie. Wir wussten, warum wir den König der Spaßmacher in dieser Funktion einsetzen. Er ist ein absoluter Traum. Also ich weiß, Deutschland beneidet uns um den Karl, aber den gehen wir nicht her. Der kehrt uns. Naja. Wir haben hier in diesem Horoskop, was haben wir hier? Wir haben hier, ja, also wie gesagt, Jupiter ist ein Gewaltmultiplikator hoch 5. Ja. Also das ist eh schon ein Wahnsinnsaspekt, das ist eh schon die Hölle. Ja. Und hier haben wir jetzt den Multiplikator aus dem 5. Haus. Was heißt das? Allgemein astrologisch, also banal astrologisch ausgedeutet, da geht es ums Geld, ja, Finanzen und hier geht es um Wohlstand. Und das heißt, hier haben wir Wohlstand, Finanzen, das geht nicht mehr zusammen. Ja? Da haben wir ein Problem, weil es ist unfinanzierbar. Die Leute können sich ihren Lebensstandard nicht mehr finanzieren. Es ist, ich meine, wird der Charlie und die Schokoladenfabrik, da dieser Film da mit dem Johnny Depp, ja, stimmt schon, wo es darum ging, Kinder zu entsorgen, das weiß ich schon. Aber ich wollte nur sagen, also kleine satanistische Hintergrundhandlung, aber ich wollte nur sagen, in den ersten Bildern, wo man sieht, alle zusammen in einer kleinen Wohnung mit mehrfach Decken zugedeckt, naja, weil sie sich das Heizen nicht mehr leisten können, ja, und weil sie kurz vor der Delogierung stehen.
Und das ist dieses Framing, was sie uns so wunderschön auf uns ja jahrzehntelang ergossen haben, damit wir wissen, was kommt, aber tut leid, nicht mehr mit uns, denn wir haben gewonnen, wir sind die Chefs, wir sind der Souverän und an uns werdet ihr euch auch die letzten Zähne ausbeißen. Wir haben hier zur Verdeutlichung, dass es um die Existenz geht. Wir haben den Herrscher von 1 in 4 und den Herrscher von 2 in 4, die Venus. Ja? Also das heißt, im ganzen Land geht es um Existenzthemen, um Sicherheiten anlegen, um das Retten der Finanzen. Na schauen wir mal, wie es ums zweite Haus bestellt ist. 28 Grad 52, das riecht nach Fischegraden. Naja, Fischegrade, haben wir da nicht so ein bisschen das Umsonst-Motiv drinnen? Ja, also hier eine spannende Geschichte und die Venus bewegt sich hier schon in Konjunktion befindlich, ja, auf Pluto zu. Venus 21 Grad 38 und unser wundervoller Freund Pluto, Blödo, Plado ist hier auf 25 Grad. Also das heißt, wir haben 3,5 Grad Annäherungsaspekt. Also das heißt, hier könnte das jetzt auf Wochen, ich weiß nicht, Wochen, Monate, eher Monate. Aber wie gesagt, hier haben wir eine starke Annäherung zu Pluto und Pluto steht für Wirtschaft, Handel und Industrie, der sich sozusagen in der Heimat verstärkt engagiert. Naja, weil das mit dem Internationalismus, wie wir das immer so oft gesehen haben mit den Horoskopen, nicht mehr so richtig funktioniert. Naja, und wir haben ja auch das ferne Ausland, Herrscher von 9, auch im vierten Haus, aber ich würde eher sagen, hier nehmen wir den Begriff Freiheitsbestreben, weil das Ausland in der Heimat, ich weiß nicht. Na gut, ja, okay. Das kann schon sein. Afghanistan und so weiter, da kommt das Ausland dann zu uns. Das würde dann natürlich wieder passen. Das Ausland kommt zu uns und hier haben wir dann im gesamten Land große Finanzherausforderungen. So, und jetzt haben wir im dritten Teil die nächste Herausforderung, weil da steht noch einiges drinnen, weil der Saturn als Volk ist nicht so richtig glücklich. Weiter zum dritten Teil. Ende.